Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Wir gehen jetzt schwimmen, oder? Ich glaube, hier kann man schwimmen. Nice. Hydrominenabwehr hat euch wohl nicht so viel gebracht. Ich wurde getroffen. Hilfe! Habe ich gerade gesagt, dass die uns nichts können? Verdammt, er schwimmt an unserem Angelplatz! Wo muss ich denn hin? Ach da! Hilfe! Okay, down. Oh. Hilfe. Ich habe nur ein Leben. Okay. Oh, Rang 4. Ich habe irgendein Message bekommen. Ich weiß nicht was. Alter, ein Leben noch. Wir haben 83.000 Bo. Hi. Alter, das ist schwer. Das ist gar nicht so einfach. Okay, wir haben auch keine geile Rüstung. Ne? Wir haben nur die Low-Bob-Rüstung aktuell. Oh, das war knapp. Heil mich. Ja, danke. Hast du noch Waffen? Nee. Aufrüstung? Splitterbäuscher wollten wir, ne? Mehr Damage. Wird erledigt. Bunny, das ist alles so teuer. Das ist alles teuer. Sturmwerfer. Ja, nee. Lohnt sich nicht. Hey, die habe ich gerade erst aufgestapelt. Vandale. Hilfe. Okay. Down. Heieiei. Das ist nicht einfach hier. Irgendwie. Ich bin tot. Okay, da kommen 6 Kanonen. Das ist ja lustig. Nicht. Ja, ich glaube, ich gehe auf die Granaten, ne? Okay, Jägerwerfer. Oh Gott. Okay, da kommen mehr als 6 Kanonen. ETF. Das waren viele Kanonen. Warte, aber wir können uns hier unten noch Muni holen. Deswegen habe ich extra stehen gelassen. Alles gut, wir wurden nicht getroffen. Ah, ich mag die Station, die ist cool. Vielleicht sollten wir uns mit ihnen einigen. Klar. Sie versprechen mir, das Lombax-Geheimnis zu geben. Ich verspreche, nicht in die Luft zu jagen. Tolle Einigung. Welche Verhandlung musst du noch lernen? Ah! Ich stehe schon wieder. Oh, ich hasse die. Laserfelder. Ich weiß. Das lernen Sie nicht. Wir müssen die Förderfunktionstechnik
Welche Türme? Oh nice, wir haben gerade einen Rank abbekommen. Sehr gut. Oh, Alter. Okay, Partner. Okay, Partner. Aber... Inferno starten. Okay, down. Kann ich die von dir? Wie hat der mich getroffen? Wie hat der mich getroffen? So. Egal, ich habe einen Down gemacht. So, wait, da hinten war noch ein zweiter Weg. Hi. Ich probiere einfach mal was. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Noch nicht zumindest. Oh Gott. Alter. Oh, V5, ja, moin. Wird die jetzt nicht rot? Ja, genau. Blitzzerstörer aufgerüstet. Blitzzerstörer. Stößt jetzt bei jedem Angriff eine kleine, aber starke Schockwelle aus. Ah ja. Aber die ist geil. Schockzerstörer wurde zum Blitzzerstörer. Nice. Und wir sammeln doppelte Munition jetzt auf. Also immer wenn einer von 5 kommt, V5 ist aktuell das Maximum und wenn die auf V5 sind, dann sammelst du die doppelte Munitionsmenge auf als sonst. Vorher hatten wir 4 Schockzerstörer immer aufgesammelt, jetzt haben wir 8 immer. Habe ich gerade gesehen. Kommen, brauchen wir bestimmt 2 Kisten. Deswegen ziemlich nice. Lol. Dein Geolaser hat eine Richtungsanzeige, die schwache Mauern erkennt. Folge dem Signal, um Einsatzbereiche für dieses praktische Gerät zu finden. Dein neuer okay. Geolaser schneidet. Oh ja, das ist mit Bewegungssteuerung auch. Wow. Nice. Sony, das sind kleine unsichtbare Wesen, die durch die Zeit reisen. Oh, klar. Das ist der Schurke! Pulverisier ihn! Oh, eine Steuerspur! Danke, Leute, ich übernehme ab hier. Meinen Glückwunsch! Ihr gewinnt eine Reise aus der Luftschleuse. Ihr findet doch selbst hier raus. Ich hasse das Ploppen, wenn sich Körper im All dekomprimieren. Ja, zeig dem Lombax, wo der Hammer hängt. Was? Er ist ein Lombax. Krank, Sephir, nehmt die Waffen runter. Und so erklärten unsere Helden die mysteriösen Umstände, die sie von Alvin Apogees abgelegener Raumstation geführt hatten. Ihre Suche nach dem großen Lombax-Geheimnis. Ein Code! Verpackt in ein Rätsel, bedeckt mit Supergeheimnis. Das reicht, Sephir. Du bist also ein Lombax, der keinen anderen Lombax kennt, nicht weiß, wo sie sind oder was ihr Geheimnis ist. Das ist so... Ironisch? Ganz schön schlau, der Kleine. Miss Apogee, gibt es einen Grund, warum Tachyon glauben könnte, dass sie eine Lombax-Waffe haben? Das ist die Station meines Vaters. Max Apogee? Max Apogee war ein berühmter... Ist ein berühmter.
ist ein berühmter Forscher und Sammler seltener interstellarer Antiquitäten. Sein wichtigster Fund war ein Lombax-Artefakt. Wo ist das Artefakt jetzt? Piraten haben die Station überfallen und es damals mitgenommen. Vater hat sie verfolgt und kam nie zurück. Hm, dieser Schmuggler hat doch Piraten auf Ardolis erwähnt. Ardolis? Kronk, seht mir, Schiff klar machen. Schließt dann hinter euch ab, ja? Toll. Die überlassen uns einfach so die Station, alles klar. Danke. Ich weiß ja, wir haben erstmal hier das fette Loch in ihre Wand reingehauen. Tut mir leid, wenn ich vorhin ruppig war. Seit mein Vater verschwunden ist, war ich nicht oft unter Leuten. Bis gleich. Okay. Koordinaten des Planeten Ardolis erhalten. Ach so, haben wir einfach so erhalten. Hat der noch was zu uns? Was soll denn? Okay, der hat nichts. Ja, dann, let's go Ardolis. Ja. Drei Piratenstützpunkte. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Wuhu. Dieses Schiff sieht so cool aus. Lombax-Schiff. Ah, hier. Ja, ich erinnere mich an den Planeten. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, wenn man dieses Vieh da abschießt, dann bekommt man was. Aber was? Keine Ahnung. Neue okay, Waffe, bitte. Alter. Was können wir denn für dich tun? Der Lado-Schwärmer, ja. Ich liebe den. Der ist cool. Der ist richtig cool. Kreisklinge natürlich auch mega gut. Aber ich will eigentlich eine neue Rüstung haben. Deswegen, ich warte mal gerade mit dem Waffenkauf. Frischer Lomb. Lombax, wolltest du sagen. Hi. Okay, danke schön. Wo geht's hier rein? Ah, hier kommt man später raus wahrscheinlich. Wenn man den Weg hier geht, wahrscheinlich. Es gibt zwei Wege, denke ich mal. Kanonen in Position, Jungs. Moin. Ich liebe die Piraten. Die sind so cool. Werden auch später noch sehr, 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 sehr wichtig, tatsächlich. Nee, ich will kein Gerät haben. Ich möchte eine Rüstung haben. Aber hier ist kein Rüstungshändler. Schade. Dann nehme ich mir doch eine Waffe. Dann nehme ich mir den Nano-Schwärmer. Willkommen im Grummelnet-Waffenladen. Schnüffel herum, Partner. Du hast das Recht, dich zu schützen. So, und dann rüsten wir den auch auf, wenn wir können. Ach du Scheiße, 600 kostet das alles. Ja, am Anfang ist er noch nicht so geil, aber der wirkt doch geiler. So, jetzt müssen wir mal die Schnellauswahl bearbeiten. Ich hätte gern auf Seite 2 jetzt die ganzen Geräte weg. So, und die dann auf Seite 3 gepackt. So, ganz oben die Heliprots, den Gelanator und hier den Schwunghaken. Oder hier den Gelanator, so. Helipods, Splittermeuchler, Nanoschwärmer. Und dann hier die, hallo? Groovy? Nein. Verwirrgas, Groovitron und Egelbombe. Verwirrgas, den nutze ich eigentlich fast nie, ne? Vielleicht lasse ich die auch mal komplett raus. Aber ich nutze die eigentlich nie. Immer so Egelbombe und Groovitron. Das war er auf jeden Fall. Also wenn es kritisch wurde. Da sind die schon sehr nice. So. Dann gehen wir auf Seite 1. Hier haben wir ja Waffen, die schon auf Maximum sind. Und die ich auch nicht mehr benutzen werde. So, hier zum Beispiel könnte ich jetzt oben in diesen Slot schon mal den Splittermäuschler packen. Die Bombe kann bleiben. Der Jägerwerfer auch. Die Kanone auch.
die Dinger vorerst auch, aber ich würde hier den Sturmwerfer vielleicht tun. Und hier dann den Nanoschwärmer. Ja, und dann irgendwann, wenn wir ne, die Kreisklingen haben, dann kommen hier die Kreisklingen. Bei den, wie heißen die? Nicht Plasma, doch Plasma-Pirscher. So, und dann kommt auf diese Seite, du kommst weg und du kommst hier hin. Der Magma-Brenner, weil der schon auf 5 ist, ne? Ja. Und der einfach nur in der Zusatzleiste rumgammeln darf. So, jetzt haben wir das mal geändert. Also so wie ich es immer habe. Hier Waffen, die gelevelt werden müssen. Und halt ultra geile Waffen. Hier Waffen, die fertig sind. Trotzdem noch geil sind und man mit denen kämpfen kann. Der Brenner wird auch später, glaube ich, nicht mehr hier sein. Und hier dann Geräte und so ein Kram. So, Nanoschwärmer haben wir. Warte, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen räuspern. Ein bisschen heftiger räuspern. So, da. Frosch im Hals ist weg. Also, nicht wortwörtlich bitte verstehen. Die Grindschienen anheben. Rüste den Heliport über die Schnellauswahl aus und feuer ihn in Richtung des Ziels. Ja, ich erinnere mich an diese Mission. Ich erinnere mich daran. Hier konnte man irgendwas Gutes bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Goldbolt war oder ein... irgendwas anderes. So. Okay, die Pflanzen sind sehr mysteriös. Und hier gab es immer einen Trick. Oben drauf bleiben, genau. Und da kriegt man noch eine Raritanium-Kiste. Ja, sehr nice. Der Captain ist scharf darauf, zu Iris zurückzukehren. Das Mädel ist reif zum Plündern. Kupferdraht, Trockeneis für die Thermaflux-Tanks, ein paar Ionmodulatoren. Nächsten Dienstag ist sie nur noch Schrott. Ha. Sorry. Was die da labern, ey. Finde ich voll cool, dass die so einfach random so Gespräche haben auch. Okay, hier ist noch irgendwas. Whee! Wie wir die einfach weggehauen haben, ey. Helipods, was ist hier drin? Ah, Raritanium. Ja, moin. Nehme ich doch gerne. Da sehe ich einen Schwunghaken. Ist das das Secret? Also ist das der Geheimweg oder... ja, müsste es sein, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was, wie man die Reihenfolge machen musste. Muss man zuerst die Luft da rauslassen? Nee, ne? Macht eine Sekunde. So, ich habe mich mal anders hingesetzt. Ich saß ein bisschen komisch. Jetzt ist es zwar noch komischer, aber ist egal. Vor allem die Kamera lässt mich nicht das tun. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Sprunghaken nutzen müssen. Irgendwie glaube ich schon. Kann auch sein, dass ich jetzt Fail gemacht habe. Nee, es war richtig. War richtig. Hier gibt es das Secret in Anführungszeichen. Ach so, das war einfach nur eine Abkürzung. Alles klar. Hilfe.
Oh, schnell gerettet. Alter. So, da geht's jetzt weiter. Aber irgendwie habe ich das irgendwas im Gefühl, dass man hier noch irgendwo anders hin konnte. Ich weiß es aber nicht aktuell. Da oben ist ein Goldbolt. Haben wir gesehen? Da. Da, da, da. Ein goldiger Boldi. Wie komme ich denn dann den ran? Ah ja, einfach warten, bis die Dinger kaputt sind, ne? Oder einfach woanders welche hinschmeißen. Ja. Man kann nämlich nicht unendlich viele von denen aufstellen. Vor allem nicht am Boden. Also die, wenn die in so einem Ding drin sitzen, dann halten die relativ lange. Ah, also wenn die in diesen gelben Punkten sitzen. Aber wenn die am Boden sind, dann gehen die super schnell kaputt. Ja. Blitzzerstörer. Ich mache fast alles gerade nur mit dem Blitzzerstörer. Ich wollte eigentlich die neuen Waffen mal austesten. Ja. Zack. Zack. So. Geht super schnell kaputt. Aber eigentlich. Okay. Hat nicht funktioniert. Dann war es eben nur Glück, dass das so schnell hochgegangen ist. Okay. Ja, gut. Hoch da. So. Und was kriegen wir hier? Kartum hat? Ist das schon. Oder ist das der Magnet? Du hast den Rüstungsmagnetisierer. Ah, der Magnet. Er ionisiert deine Rüstung, sodass sie Bones aus größeren Entfernungen anzieht. Ja, bitte. Danke. Danke. Das ist sehr gut. Der ist sehr gut. Ist da oben noch ein Secret? Nee. Da ist kein Secret mehr. Okay, und hier kommen wir jetzt beim Schiff wieder raus. Ja, genau. Sehr gut. Dann können wir ja weitermachen. So. Heilung. Brauchen wir nicht. Shotgun. Oh, hier können wir wieder bohren. Oh Gott. WTF. War komplett scheiße, aber egal. Sardolov-Höhlen. Oh, Schildtypen auch. Aha. Okay. Ja, ich hab dich gesehen, du kleines Vieh da an der Seite. Ich hab dich gesehen. Und ihr auch hier, ihr komischen Viecher. Ihr seid sehr viele. Hilfe. Zum Glück haben wir eine Shotgun. Das hilft natürlich. Ah, hier müssen wir lang. Okay. Erstmal Bowls. Ah, schön der Rüstungsmagnet. Na, ab hoch da. Und ihn schon mal Fischer. Wie habe ich an der Kiste vorbeigeschossen, bitte? Ich habe keine Ahnung. Boah, die habe ich gut getroffen. Nice. Schockzerstörer. Für Raritanium. So. Dieses Piratenterritorium! Mach mal Nano-Schwärmer. Dann seht ihr, wie das. Boing, boing. Ach, Alter, der hätte mit zwei Schüssen gekillt. Der
Deswegen liebe ich den Nanoschwärmer. Der macht einfach alles automatisch. Und der ist so ultra stark einfach nur. Brauch mal die Blitzpistole. Ja, nice. So. Ja. Wo muss ich das denn machen? Von hier unten? Ach ja, das Ding da. Okay. Ja, ungefähr so. Hier. Bomb. Alter. Als ob die one-hitted. Krass. Okay, die singen da irgendwas. Kreisklingen? Habe ich mal gemacht. ja, Kreisklingen kann man. Großer Schaden. Alter, das kostet aber sehr viel. Oh, mehr Querschläger. Das ist natürlich auch nice. Wie sieht's aus mit dem Nanoschwärmer? Der war auch so teuer, ne? Ah, der war auch so mega teuer. Ja, komm, den gebe ich jetzt einmal das hier. Und dann gehe ich auf den Splittermeuchler. Für 800 mache ich das hier dann noch. Und noch mehr Munition. Oder soll... Ah, ne, ich muss mehr Munition holen, weil... die Kreisklingen, das kostet zu viel. Ja. Kreisklingen müssen wir natürlich noch ausrüsten. Also richtig ausrüsten. Die kommen anstelle... ich würde jetzt hier erstmal das hin tun, dann die Plasma-Dinger wegpacken. So, und dann auf Seite 2 die entfernen und die Plasma-Pirscher hier in die Ecke packen. So. Hilfe, Gegner. Ah ja, boah, das macht super viel Damage. Wie die am Singen sind, ey. Ich finde das voll cool. Ich mache hier einfach irgendwas. Ach, das wird ein Skelettschädel hier. So ungefähr, ne? Alter. Ja. Das war ein Muster, ein Skelettschädel. Oh ja, hier gibt es noch eine Boltkiste. Hier kann man richtig viel Money machen. Ja. Hier kann man richtig viel Bowls machen. So, und vor allem auch die Schmelzgranaten holen. Erstmal alle Kisten zerstören. Das ist das Wichtige. Das Überleben ist gerade überhaupt nicht wichtig, weil ich will nur die Kisten haben. Weil die am meisten natürlich geben. So, okay. Oh ja, nice. Oh, wir haben wieder 13.000. 15.000, sorry. War's das? Ich glaube schon. Ich meine, wir hatten nur noch so 5.000. Ah, ne, hier sind wir. Ciao. Ich weiß noch nicht, wie die mich verfehlt haben, aber okay. Alter, das ist so krass, dieses Ding. Ja, und hier kommen wir noch nicht durch. Verschwinde, Landratte! Diese Gegend ist nur